Der Wettbewerb hat gerade begonnen. Wir haben gehört, es gibt ein paar technische Probleme. Wenn Sie zu Hause vielleicht das Bild nicht ganz so einwandfrei empfangen, dann liegt das nicht mit Sicherheit an Ihrem Gerät, sondern an während der Übertragung von Atlanta zu Ihnen nach Hause passieren. Mit 17,87 war das allerdings für Katrin Neimke eine etwas dürftige Weite. Die kann weit mehr und ist ja aus vergangenen Jahren immer eine derjenigen gewesen, die ganz mit vorne dabei war. Jetzt kommt eine, von der Astrid Kumbanus Trainer Dieter Kollar sagt, das ist eine der Konkurrentinnen, wenn es überhaupt Konkurrenz geben sollte. Irina Korschanenko, die Russin. In dieser Saison zwar noch nicht über 20 Meter gestoßen, aber so 19,5 im Bestfall hätte sie schon drauf. Da gleitet ihr die Kugel aus der Hand. Kein guter Versuch, aber immerhin deutlich über 18. Übrigens Astrid Kumbanus, die letzte der 12. Im Moment, bevor Stefanie Staub zu ihrem ersten Versuch kommt, Kudoroschkina 19,35 und die Chinesin Sui hat eben in ihrem ersten Versuch 19,06 Meter geschafft, aber von der hatte man viel mehr erwartet. Und Stefanie Staub, die schon vor 10 Jahren in Stuttgart bei der Europameisterschaft dabei war. Damals war sie gerade 17 Jahre alt und seither ist sie immer mit bei großen Anlässen oder fast immer dabei gewesen. Erster Versuch. Startet für den VfL Wolfsburg. Der ist ja so richtig rausgerutscht. Nein, da kam sie nicht hinter die Kugel, wie man so schön sagt. Aber die Glanzzeiten, da sie auch schon mal über 20 Meter stieß, die liegen noch 8 Jahre zurück. Meditation, um herauszufinden, woran es denn nun gelegen hat. Bergmann sprang 6,73 Meter. So, jetzt hat das Nachdenken geholfen von vorhin, was denn falsch war beim ersten Versuch. Jetzt ist Ramona Pagel schon über die 18 Meter hinausgekommen. Aber ich sage mal, wer hier über 19 Meter kommt, hat eine gute Chance, eine Medaille zu erringen. Katrin Neimke im Übrigen auf Platz 7 im Augenblick mit 18,40 Meter. 18,48, Ramona Pagel ein bisschen weiter jetzt. Sie denkt ja schon langsam schon über ihr Karriereende nach, sagt die Olympischen Spiele im eigenen Land, die wollte ich noch mitnehmen. Dann vielleicht werde ich als Trainerin weiterarbeiten. So, nun kommt Astrid Kumbanus zum zweiten Versuch. Bei ihr ist ja immer wichtig, diese Wärme, denn 30 Grad werden es inzwischen wohl sein. Wieder Ramona Pagel. Der war wieder schwächer, nachdem sie im zweiten doch zumindest durch Meditation ihren Rhythmus gefunden hatte. Also wir sind hier immer noch ein bisschen ratlos, wie das nun mit unseren ganzen Staffelausfällen zustande kam. Hier war die Verletzung Hukes mit Sicherheit die erste Ursache und dann eben der Stabverlust. Dann hat NBC ja 61 Kameras im Olympiastadion installiert und eine davon auf Irina Korschanenko gerichtet. Im ersten Versuch 18,43 Meter, deutlich hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Und auch der war nicht das, was er sich erhofft. Ich habe das Gefühl, dass die Astrid Kumbanus die Konkurrenz geschockt hat. Genau das, was sie vorhatte, ist eingetreten mit ihrem ersten Versuch. Ungültig, den macht sie ungültig, weil sie weiß, dass er viel zu schwach ist, um sie nach vorne zu bringen. Und weil wir eben die Zahl der Kameras erwähnt haben, wir haben natürlich
auch noch zusätzliche Kameras installieren können, mit denen wir halt auch auf unsere Athleten blicken oder besondere Blickwinkel ihnen einmal bieten können. Julia Hooks, die Britin, 38 Jahre, die älteste im Feld, eine Veteranin des Kugelstoßens, aber immer noch dabei. Und immer noch gut genug, um sich unter die besten 12 zu bringen. Knapp über 18 Meter. Apropos 12 Jahre ist es her, als sie das erste Mal bei Olympischen Spielen war, auch auf amerikanischem Boden in Los Angeles. Da war sie sogar Vierte. Die beiden Weiten, die Sie eingeblendet sehen, trotz des Kopfschüttelns, eigentlich in dem Bereich, in dem sie sich bewegte, weitenmäßig in diesem Jahr. Denn nur einmal hat sie die 19 Meter übertroffen. Jetzt kommt eine ganz interessante, nämlich die Ukrainerin Valentina Fedyushina, trainiert oft in Neubrandenburg bei Astrid Kumbanus und Dieter Kollack. Der hat schon mal gesagt, wir machen unsere Konkurrentin stark. Aber sie hat Probleme gehabt in diesem Jahr mit einer Salmonellenvergiftung, die ihr einiges an Gewichtseinbußen brachte. Beim Europacup in Madrid ganz schwach. Und heute auch noch lange nicht so gut wie sonst. Der wäre zwar weiter gewesen, aber sie beklagt es dem Himmel. Sei ihm nicht Dank. Da werden Sie es jetzt sehen. Sie kann sich nicht im Ring halten. Akrobatische Versuche, aber eben dann doch ungültig. Sie ist oft in Neubrandenburg. Jetzt hat sie schon zwei ungültige Versuche. Und da muss noch ein gültiger her. In allen Spielen der Punktrunde teilnehmen, das ist übrigens die Kubanerin Laza. In Führung, wenn ich es richtig beobachtet habe, ist Kudoroschkina, die Russin, mit 19,35. Sonst noch keine über die 19 Meter und das sieht ein bisschen noch ungültig aus. Und damit hat die Kubanerin trotz ihrer Fülle die Kugel nicht weit genug hinauswuchten können. Also stand im Moment bevor. Gibt es denn auch möglicherweise aus diesem Vorteil ein kleiner Nachteil, dass sie sich sagt, oha, ich muss ja gewinnen, ich habe ja hier nur zu verlieren? Nein, für Astrid nicht. Astrid braucht Druck, sie muss Favorit sein, das bekommt ihr. Wenn sie um dritten Platz jetzt stoßen müsste, wäre für sie sicherlich ein Nachteil, da ist sie nicht so motiviert. Astrid mag das schon, wenn sie ein bisschen im Mittelpunkt in der Sache steht und deswegen ist das für sie keine Belastung. Die einzige Belastung ist, dass sie eben jetzt am Ende drankommt hier. Und viele Wettbewerbe gesehen hat und vor allen Dingen viele Favoritenstürze. Und das ist natürlich an ihr nicht spurlos vorbeigegangen. Gut, wir haben ja auch gesehen, dass Lars Wedel nach einem schwachen Beginn gut geworfen hat den Diskus. Der ja aus dem Saarland, aus Wemmesweiler kommt. Im Kugelstoßen der Damen haben wir so einige Probleme gehabt in den letzten Minuten, denn die Anzeigetafel war ausgefallen. Hart an die 20 Meter ran. 20 Meter 2, aber den deutschen Rekord nicht verbessern können. Natalia Lisowskaja aus der UdSSR hat sich wieder gesteigert. Die Weltrekordhalterin hat hier im Moment einen Versuch an die 22 Meter heran gehabt und damit ist sie, soweit unsere Buchhaltung in Ordnung ist, in Führung. Sie führt vor Ines Müller aus der DDR. Ganz schnell waren die Weiten hier ein. Angezeigt, 6,39 wird mir gerade. Ja, ein Ergebnis, ein Resultat, das im Rahmen dessen liegt, was wir erwartet haben. Vielleicht haben wir noch natürlich an besseren Platzierungen gerechnet für Jürgen Ebers, nur Vierter oder Fünfter. Er hätte sich nach seinem großen Erfolg von Stuttgart zu Silbermedaillen bei der Medaille. Da ist das Glück nicht sonderlich gut gemeint mit Gavilesch. Und das eine der Favoritinnen auf die Goldmedaille, die Sowjetrussin Liskovskaya. Aber das war noch nicht optimal. Jiris Plotzitzka im Übrigen. Um diesen Wettkampf von der Spitze her gleich mal mit einem ruhigen Polster beginnen zu können. Vermeintliche Konkurrentin, sage ich mal. Zvereva, eine weitere Weißrussin, die Weltmeisterin von Göteborg. Einwurf unter 65, also hat sie doch beeindruckt, was Ilke Viluda da vorgelegt hat.
Und die Weite reichen wir Ihnen gleich nach. Da hat schon am Mittwoch noch sehen. 63,96 für Zvereva. Und damit liegt sie auf Platz 4. Zweite Czernawskaja, die Russin. 64,70. Jede Minute dafür. Technische Probleme bei ihrem Wurf. Schauen wir vor allem auf die Füße. Denn normalerweise tritt sie auf die Umrandung, was in skandinavischen Ländern nicht immer geahndet wurde, in der Einstellung nicht zu sehen. Das war noch nichts, um sie nach vorne zu bringen. Da kann sie noch nicht mal 56, alles in allem, Sie sehen es, eine gute Serie von Franka Dietsch. Immer noch Rang 4, da geht vielleicht noch was. Und nach ihr Elina Zvereva, die wir in Kürze sehen werden, die Weißrussin. Deren Versuch wir vielleicht zunächst mal schildern. Ist ja jetzt wirklich spannend, das ist die Drittplatzierte. Die nächsten beiden dann, die Zweitplatzierte Sadova und Inke Viluda. Auch keine Verbesserung für sie und da warten wir die Weite jetzt mal gar nicht ab. Die sie gleich zweimal dem Motto doppelt gemobbelt hält besser erzielt hat. Der hat sich nämlich geschickt im Publikum versteckt, aber nicht ohne Grund. Ja, die starken Serie sehr, sehr gut. 65, immer übertroffen. 68, 69, 66 und immer Zentimeter und nach wie vor in Führung. Mit jedem ihrer Würfe hätte sie bisher Platz 1 belegt. Es auch bleiben wollen. Jetzt geht es für sie vielleicht doch noch um eine. Der legendäre erste Wurf von Göteborg noch in Erinnerung. Hoffentlich, sage ich jetzt einfach so, weil bei halb mit Fieber mit Ilke Viluda ist es heute nicht ihr letzter. Kraftvoller Abwurf. Nein, 65 Meter, das reicht nicht. Zvereva kann Ilke Viluda nicht schlagen. Ilke Viluda zum Letzten. Vielleicht kommt jetzt die Kür und ich glaube, die wird am liebsten vor Freude jetzt in den Ring springen. Hat sie die Spannkraft noch, 70 Meter zu werfen? Es gibt ja etwas beim Diskuswerfen, den Sprung. Wenn wir hier noch einmal Dagmar Galler sehen, die eine recht gute Serie hingelegt hat. Mit 58 Metern begann sie, dann kamen 56,78 für die 25-jährige Leverkusenerin. Kein optimaler Gegner. Jana Jönsson von Damm, die wird diesen Wettbewerb gewinnen. Sie sehen die Serie, aber ein ganz, ganz dickes Kompliment an die Damenmannschaft der Bundesrepublik Deutschland. Die ist punktgleich mit den Bulgarinnen und mit den Mädchen aus der UdSSR Zweite, während hier noch einmal ein weiter Wurf hinausfliegt. Sie hat den Weltrekord in Reichweite. Irgendwann wird er ihr gelingen in den nächsten Wochen und Monaten. Jana Ganski aus der DDR. Die DDR-Damen gewinnen. 7 von 8 Wettbewerben, nur die 800 Meter haben sie nicht gewonnen, haben sie für sich entschieden. 62 Punkte dahinter. Am warmen Abend hier in Prag, der in einigen Wettbewerben Weltklasseleistung.